werden euch heute wichtige Informationen zur kommenden Wahl geben. Wir haben eine BVV-Wahl in Kreuzberg. Wir haben Wahlen zum Abgeordnetenhaus und wir haben Bundestagswahlen. Hat da jemand lauter gerufen? Lauter bitte. Hört ihr mich jetzt? Ich muss erstmal Luft holen, es ist ein erhebendes Gefühl, hier in der Luft zu schweben. Der Himmel über Kreuzberg ist bekanntermaßen erfüllt von Tränengasschwaden, die aus der Vergangenheit hier rüberwehen. Aber dazu später vielleicht mehr. Zuerst an diesem denkwürdigen Nachmittag, an einem denkwürdigen September 2021, wird Nanette Fleig zu Ihnen sprechen. Entschuldigung, zu euch. Nanette Fleig ist eine unserer Kandidatinnen für das Abgeordnetenhaus in Berlin. Und sie saß im Jahr 2000 für die Kreuzberger Patriotischen Demokraten Realistisches Zentrum in der BVV Kreuzberg. Wow, ja, der Blick ist toll. Hallo, ich bin Nanette. Ich glaube, Risa hat mich schon ein bisschen vorgestellt. Vielleicht erinnern sich ja auch einige, vor über 20 Jahren wurde ich schon mal in die BVV Kreuzberg gewählt. Das war interessant und aufregend, aber es ist 20 Jahre her und ich muss doch gestehen, ich bin ein bisschen außer Übung. Vergebt es mir gegebenenfalls. Ja, ich bin froh und stolz, heute hier zu sein, liebe Kreuzberger Wählis. Die KPDRZ, für die ich damals in die BVV eingezogen bin, ist ja längst im Untergrund. Aber natürlich steht die KPDRZ, die Kreuzberger Patriotischen Demokraten, Realistisches Zentrum, immer noch für das Kreuzberg, was wir alle lieben und kennen. Um euch jetzt die Laune zu vermiesen. Die meisten versuchen ja, gute Laune zu vermitteln. Ich werde euch schlechte Laune bringen, obwohl ich eigentlich ganz viele tolle Botschaften habe. Die tollste Botschaft ist die, ganz kurz und ganz frisch, Saskia Esken, die Vorsitzende der SPD, duzt sich jetzt mit Lindner. Ist das nicht toll? Ehrenwort. Ehrenwort. Das Tolle daran ist, damit ist endlich die NATO gerettet und damit ist auch der Linksrutsch verschoben oder aufgehoben. Den wird es nämlich jetzt nicht geben, wo die beiden sich duzen, ist die Welt gerettet und sieht ja alles schon wieder sehr gut danach aus. Damit hat auch meine zweite gute Botschaft zu tun. Die zweite gute Botschaft ist, der Mindestlohn ist um 10 Cent angehoben worden. Können wir noch nicht mal einen Schluck Bier trinken. 10 Cent, Wahnsinn. Und das Geile ist, mit der Botschaft vorher erledigt sich auch die Erhöhung des Mindestlohns, die SPD ja immer so schön im Wahlkampf einfordert. Interessanterweise hat aber diese SPD genau diese Kommission eingerichtet, die diesen Mindestlohn jetzt um 10 Cent erhöht hat. Das heißt, die 12 Euro Mindestlohn schenkt sie ab. Wir werden weiter Millionen haben, die vom Mindestlohn leben. Wir werden weiter Millionen haben, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Und wir werden weiter Millionen haben, die in die Rente gehen und davon nicht leben können, obwohl sie die ganze Zeit gearbeitet haben. Nach dem Mindestlohn jetzt, wenn man Mindestlohn bekommt, muss man 55 Jahre einzahlen oder vielleicht sogar 60 Jahre einzahlen, um überhaupt eine Rente in der Mindestsicherung zu kriegen. Das ist unser toller Sozialstaat Deutschland. Das ist doch eine super Nachricht. Und Ehrenwort. Die nächste gute Nachricht, noch ein Soze. Da sehe ich das Plakat, keine Profite mit der Miete. Der nächste, der linksradikale Kühnert, hat angekündigt, gegen die Abstimmung, gegen die Enteignung zu stimmen. Ist das nicht eine tolle Nachricht für Berlin und auch für alle anderen Städte? Auch das ist doch ziemlicher Wahnsinn. Aber ich glaube, die beste Nachricht ist, dass der Wahlkampf endlich bald zu Ende ist. Dass wir endlich diese fucking Wahl
haben und endlich diese Lügen, Täuschungen und Tricks endlich aufhören. Also nach dieser Bundestagswahl kann, glaube ich, keiner mehr irgendwie Trump und Co. einen Vorwurf machen, was wir da erlebt haben. Morgen noch so ein Kacktriell. Ich werde es mir nicht mehr angucken, obwohl ich eigentlich müsste. Ich hoffe, ihr auch nicht. Aber kommen wir trotzdem nochmal auf ein Triell zurück, was nochmal zeigt, wie abgefuckt unsere Republik mittlerweile ist, was wir für eine Lobbyrepublik haben. Da diskutieren zwei hochbezahlte Journalistinnen und Journalisten mit hochbezahlten Politikerinnen und Politikern. Klar ist, dass soziale Themen dann also kaum eine Rolle spielen. Und das Geilste war beim ersten Triell, dass dann am Ende Leute wie Günther Jauch, mehrfacher Millionär, dann darüber diskutieren, ob diese Diskussion denn toll war. So sieht das aus in unserer Lobbyrepublik, in unserem Lobbyland, wo soziale Themen komplett untergehen. Wer redet denn noch über Fliege? Ja, wir haben einmal geklatscht. Nochmal, wir klatschen nochmal. Und die Partei hat auch noch Merci-Schokolade verteilt für die Fliege. Es reicht aber auch. Der Hammer ist aber, dass diese Menschen auch weiterarbeiten in den Krankenhäusern, weiter miese Zustände haben, weiter keine vernünftige Bezahlung kriegen, weiter viele Patienten haben, die sich schnell abarbeiten müssen nach Fallzahlen, weil alles ist dem Profit untergeordnet. Deswegen sagt die Partei, Armut verbieten. Armut verbieten. Und deswegen sagen wir auch, es darf nicht nur ein Existenzminimum geben, es muss auch ein Existenzmaximum geben. Denn wir erleben überall in der westlichen Welt und ganz extrem auch in Deutschland, dass trotz Krisen wie Corona die Milliardäre zugenommen haben und ihr Vermögen vergrößert haben. Das ist der Zustand. In Deutschland besitzen 10%, 2/3 des Vermögens und 50% besitzen 1% des Vermögens. Das ist unser Zustand. Wir haben ein riesiges, reiches Land. Aber die Verteilung ist der letzte Skandal und über den redet im Wahlkampf keiner, sondern wir reden über die langen Nasen der Lügner, die da vorne stehen. Nachricht, nicht nur die Wahlen sind zu Ende, sondern auch diese fucking Meinungsforschungsinstitute hören dann endlich mal kurzzeitig auf. Was erleben wir nämlich? Dass der Balken der Sonstigen steigt, steigt und steigt. In Berlin ist er bei 13-14%, aber sie weisen die sonstigen Parteien nicht aus, weil die könnten ja dann demokratisch über 5% kommen, wenn man sie benennt. Nein, sie fragen gar nicht nach den anderen Parteien, sondern nur nach denen, die in den Parlamenten sitzen. Das ist eine absolute Benachteiligung. Und deswegen ist es wichtig, deutlich zu machen, die Partei und andere sind da. Und wir werden das Rathaus auch hier in Berlin übernehmen und auch das Bundeskanzleramt. Meinungsforschungsinstitute ab. Wir schaffen ein eigenes Meinungsforschungsinstitut, wo immer die Partei bei 100% steht. Das hat mit seriösen Sachen nichts zu tun. Und das ist übrigens auch der Grund. Der Zustand ist der, ich bin aus einer Spaßpartei, aus einer Spaßregierungsfraktion rausgegangen, um in eine Satirepartei zu gehen. Und wir müssen endlich erklären, was der Unterschied zwischen Satire und Spaß ist, weil das haben viele noch nicht begriffen. Spaß ist es, Klimakanzler auf die Plakate zu schreiben. Das ist nämlich Spaß, weil das ist der Typ, der jede Klimaschutzmaßnahme in den letzten 20 Jahren verhindert hat und jetzt Klimaschutz da drauf schreibt. Das ist Spaß. Satire ist es zu schreiben, tötet alle Bienen, weil genau das tun wir gerade in der Republik und erklärt den Leuten mal den Unterschied. Spaß ist es, so zu tun, als wäre man seriös, aber am Ende verhandelt man alles mit Lobbyisten, ob bei Cum-Ex, bei Wirecard und so weiter und am Ende fällt man noch rein, aber dann kann man sich nicht erinnern. Das ist ein großer Spaß. Ein großer Spaß ist der Warburg Bank, einen der größten Steuerräuber, 47 Millionen zu schenken. Und ein ganz großer, noch größerer Spaß ist es,
Leute mit Brechmitteleinsatz zu foltern. Das ist großer Spaß, leider ganz übler Spaß. Und da setzen wir Satire entgegen. Genau das sozusagen muss mal deutlich gemacht werden. Was ich erlebe in 18 Jahren Bundestag ist, dass sich alle, egal welche Farbe, diesem Profitlobbyistensystem untergeordnet haben. Dass es einige wenige gibt mit sehr viel Geld, mit sehr viel Macht, mit sehr viel Einfluss und viele mit wenig. Wir müssen es umdrehen. Wir müssen denen eine Lobby geben, die keine haben. Deswegen gibt es ein schönes Plakat von der Partei, das heißt Korruption bezahlbar machen. Alle sind korrupt. Dann sollen wir es auch so machen, dass auch alle die Korruption bezahlen können und nicht nur einige wenige. Und der letzte Beitrag. Angela Merkel, die immer so gut wegkommt, wo jetzt schon viele der nachtrauern. Angela Merkel war es, die die marktkonforme Demokratie eingeführt hat. Was heißt das? Das heißt, dass alles im Markt untergeordnet wird. Auch die Demokratie, auch die Menschen. Das ist perfide. Das ist schlimm, würden wir sagen. Anders muss es sein. Anders müsste es sein. Ehrenwort trinken. Andersrum müsste es sein. Alles muss der Demokratie und den Menschen untergeordnet sein. Und zwar gerade den Menschen, die nicht besonders viel haben. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wir, die Partei, werden für 100% sorgen. Und als erstes schaffen wir dieses System ab. Übrigens bin ich der Meinung, der Profitlobbyismus muss zerstört werden. Danke euch. Guten Tag hier in Dings. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich sehe, dass wir großen Zuspruch haben in diesen kalten Zeiten, ausgerechnet am Arsch von Berlin hier so viele Menschen zu sehen. Das macht mir Freude. Aber wir sind ja auch an der 5%-Hürde in Berlin zurzeit als Partei. Und irgendwo müssen die Stimmen in den Umfragen ja herkommen. Ich darf nochmal im Namen der Polizei höflich dazu auffordern, Abstand zu halten und die Masken aufzusetzen, tragen ja eigentlich alle. Und wir wissen ja auch, dass man sich draußen praktisch nicht infizieren kann, wenn man hier einfach rumsteht. Herzlich willkommen. Wir möchten heute hier ein paar Vertreterinnen der Expertise vorstellen. Wir haben, als wir zur Bundestagswahl beschlossen anzutreten, damals gesagt, wir sind deutschlandweit noch nicht an der 5%-Hürde, aber falls die gegnerischen Spitzenkandidaten sich gegenseitig zerlegen und selbst desavouieren, dann brauchen wir Leute, die wir notfalls in den Bundestag schicken können. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufzustellen. Wenn wir Pech haben und wir schaffen 5% in ganz Deutschland, dann schicken wir Sachverstand in den Bundestag. Ich glaube, das ist der Platz, wo er derzeit am meisten fehlt. Es haben sich zum Glück... Sind das alles Wissenschaftler hier? Es haben sich insgesamt 93 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereit erklärt, für die Partei anzutreten. Das war nicht für jeden ganz einfach. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, naja, ihr ganzer Freundeskreis sagt dann, ihr nehmt den Grünen die Stimmen weg. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, den Grünen die Stimmen wegzunehmen. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir nicht so weitermachen können wie wir bisher und dass die Grünen eine Partei sind für den Prenzlauer Berg und nicht für den Potsdamer Platz. Wir haben 201 Kanzlerkandidaten aufgestellt zu dieser Wahl. Wir haben gesagt, jeder Wahlkreiskandidat der Partei ist auch gleichzeitig Kanzlerkandidat. Das war eine Reaktion auf einen guten Witz der SPD. Die haben sie als eine 10%-Partei galten vor einigen Monaten oder vor einem Jahr. Olaf Scholz nominiert als Kanzlerkandidaten. Wir haben gedacht, das ist ein satirischer Move, das ist praktisch ein Einbrechen in unsere Atmosphäre und deswegen wollen wir jetzt versuchen, das Amt des Kanzlerkandidaten einfach zu beschädigen und wir versuchen, so viele aufzustellen wie möglich. Eigentlich wollten wir sämtliche Wahlkreise besetzen, 201 sind es geworden und 93
Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin sind Wissenschaftler und die Besten, die wir aufbieten konnten und die Bock hatten, heute hier auf den Potsdamer Platz zu kommen, sind heute hier und werden sich jetzt kurz vorstellen. Wir können es auch so machen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, ist vom Parasitologen bis zum Mediziner. Heute nicht? Okay. Also Krankenpfleger, okay. Also im Prinzip, wenn Sie zu Hause irgendwelche Probleme haben, dann können Sie die Fragen sammeln und wir würden die hinterher noch beantworten, hier oben. Gut, und jetzt schaue ich mal, wer der Erste ist auf meiner Liste. Genau, Bier, mehr Bier. Ich bin Doktor der Physik und ich kann zählen. Ich arbeite als Experimentalphysiker in der Grundlagenforschung und erforsche Prozesse in Molekülen, festen Körpern, ja, so Zeugs mit Lasern und Quantenmechanik. In meiner Forschung bändige ich Photonen und jage nach Elektronen und versuche die Komplexität und Schönheit der Natur bis in ihre kleinsten Details zu ergründen. Sie können es mir glauben, quantenphysikalische Phänomene sind wesentlich leichter zu verstehen als die Handlungsweisen unserer Regierung. Gemeinsam mit meinen Kollegen von der Expertise werde ich dafür eintreten, dass Vernunft, gesunder Menschenverstand und Ratio wieder in den Deutschen Bundestag einziehen. Ich glaube nicht an die Maximierung des wirtschaftlichen Wachstums als geeignete Kenngröße zur Bewertung unserer Gesellschaft, des Erfolges unserer Gesellschaft. Nein, der Erfolg unserer Gesellschaft muss am Aufwand gemessen werden, den jede einzelne von uns betreiben muss, um zu existieren. Oberstes Ziel der Politik muss es sein, diesen Existenzaufwand für alle im gleichen Maß zu optimieren, sprich minimieren. Meine politische Zukunft sehe ich im Fair Cans Ministerium. Als Minister für die digitale Infrastruktur, Verkehr und Cans, im Volksmund auch Bierfässer genannt, will ich die Welt verbessern. Ich bin im bayerischen Wahlkreis Passau geboren und somit qua Geburt für dieses Amt bestens geeignet, um die brillante Arbeit unseres lieben Andi B. Scheuerts fortzusetzen. Mit echtem Doktortitel. Wir werden das Tarifsystem der Deutschen Bahn reformieren. Künftig erhalten Sie zu jedem am Bahnschalter erworbenen Bier 200 Freifahrtkilometer. Einmal quer durchs Land für nicht mal 5 Bier. Den schleppenden Ausbau der digitalen Infrastruktur begegnen wir mit einer Sofortmaßnahme. Auf den Mittelspuren aller deutschen Autobahnen werden alle 5 Kilometer Signaltürme errichtet werden und mit Ferngläsern ausgestattet. Entlang dieses Signalturmnetz werden wir gut ausgebildete Fachkräfte haben, die Nachrichten digital, also mit ihren Fingern, übermitteln. Der Einfachheit halber verwenden wir das binäre System. 0 und 1. Natürlich ist die Grundlage für diese bahnbrechende Verbesserung unseres Lebensstandards nur machbar, wenn wir unsere sofortige Forderung durchsetzen können, die Gesellschaft langsam an die resolute und sichere Abschaffung des Faxes aus deutschen Behörden zu gewöhnen. Deutlich vor 2038. Zum Abschied möchte ich Ihnen noch ein völlig unpassendes Zitat aus meiner Doktorarbeit vorlesen. Schnallen Sie sich an. Die Visualisierung kohärenter Kern- und Elektronenwellenpaket-Oszillationen von Natrium-Iodid-Molekülen im angeregten Zustand mittels zeitaufgelöster Photoelektronenspektroskopie mit Sub-Femtosekunden Zeitauflösung wird demonstriert und zeigt quantenmechanische Effekte, wie zum Beispiel die kohärente Überlagerung von Wellenpaketen, die sich in der Koexistenz eines einzelnen Moleküls in verschiedenen intramolekularen Abständen widerspiegelt. In diesem Sinne, ihr wisst, was ihr nächsten Sonntag ankreuzen werdet. Servus miteinander. Mein Name ist Dr. Nora Röhner, ich bin Friedens- und Konfliktforscherin und die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl hier in Berlin. Danke, das ist lustig. Ich muss die Stimmung jetzt aber leider doch ein bisschen dämpfen. Ich werde über Kriege sprechen. Ich habe nämlich meine Doktorarbeit über internationale Interventionen in Bürgerkriegen geschrieben. Ich habe mir 22 Fälle angeschaut und habe eine sogenannte zweistufige Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis durchgeführt, eine QCA für die... Nee, keine Fans? Okay. Und ich konnte empirisch zeigen, dass
große Mission mit viel Personal, viel Geld, umfangreichen Mandaten in Bürgerkriegen mehr Schaden als Nutzen anrichten können. Also speziell, wenn der Kontext schlimm ist, und das ist ja meistens in Bürgerkriegen. Ich konnte zeigen, dass diese umfangreichen Missionen nicht zu erhöhter Sicherheit für die Menschen und nicht zu verbesserten staatlichen Strukturen führen. Das war 2011. Dieses Muster hat man vielleicht diesen Sommer noch irgendwo anders erkannt. Afghanistan. Ich habe es aber nicht nur für Afghanistan gezeigt, sondern für 10 andere Fälle. Und zwar Angola, Burundi, Kambodscha, die Elfenbeinküste, die Demokratische Republik Kongo, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan und Tadschikistan. Warum sage ich das? Ich sage das, weil diese Länder im Parlament und in der aktuellen Debatte nicht genannt wurden. Von niemandem, ja, außer von den Forschern, auf die halt niemand hört. Ich freue mich sehr über die Empathie und die Solidarität, die wir mit den Menschen in Afghanistan diesen Sommer empfunden haben. Ich war selber 2 Jahre dort und habe versucht, ein bisschen meinen kleinen Beitrag zu leisten. Und die aktuelle Lage macht mich natürlich auch persönlich fertig und betroffen. Aber, das Aber ist wichtig, für den politischen Raum wünsche ich mir, dass Entscheidungen eben nicht nur nach aktueller Stimmungslage, nach Bauchgefühl, Ideologie oder aufgrund von Lobbyinteressen getroffen werden, sondern evidenzbasiert. Dass Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, was funktioniert und was nicht. Aber uns, mich, uns alle hier hört ja irgendwie keiner. Wir machen gute Forschung, aber wir müssen an unserer PR arbeiten. Das sehen wir ein. Dazu habe ich ein paar handfeste Vorschläge. Erstens müssen Forschungsergebnisse uneingeschränkt und kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Denn deutsche Forschung ist ja steuerfinanziert. Wir alle zahlen die. Wir sollten also auch die Ergebnisse sehen. Zweitens, wir brauchen Redezeit für die Wissenschaft im Parlament. In den sitzungsfreien Wochen ist da eh nichts los. Lasst die Leute reden, lasst uns reden, lasst den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages reden und viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Drittens, wir brauchen konsequente wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung von Gesetzesinitiativen und politischen Entscheidungen. Das ist so eine Rundumforderung, ist selbstverständlich. No-brainer, genau. Und noch eine nette Idee, wir sollten auf Werbeplakaten neueste wissenschaftliche Erkenntnisse plakatieren. Diese ganze Konsumwerbung kann eh keiner mehr ertragen. Die Werbefirma Stör hat gerade beschlossen, keine politische Werbung mehr zu plakatieren, weil die AfD anonym beauftragte Werbung nicht in Auftrag gegeben hat, sondern sie wurde anonym beauftragt. Da ging es um über 3 Millionen Euro. Das Geld könnte man sinnvoller nutzen. Und stellt euch doch mal vor, wie schön Berlin wäre, wenn auf allen großen Werbetafeln neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu sehen werden. So, wenn die Partei ab 27. September an der Macht ist, dann übernehme ich das Ministerium für evidenzbasierte Politik. Darauf freue ich mich. Es ist ein Querschnittsministerium und damit so eine Art Superministerium. Das wird toll. Also wählt die sehr gute Partei, die Partei. Dankeschön.